Ja, Legends, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute das Thema konstruktives Feedback oder haten, beziehungsweise schlecht reden. Gerade im Social-Media-Zeitalter haben wir so viele Tastatur-Cowboys. Tastatur-Cowboys, die kein Profilbild haben, die nicht ihren echten Namen angeben, aber jeden möglichen Person online schlecht reden. Jetzt ist es natürlich ein Phänomen der heutigen Zeit durch Social Media. Social Media und das Internet haben viele Vorteile und haben auch ein paar Nachteile. So ist es mit allem im Leben. Aber ich möchte euch natürlich anhalten und uns natürlich anhalten, nach hohen Standards zu leben. Und ich möchte eigentlich nicht, dass wir haten und dass wir andere einfach nur schlecht reden, sondern wenn wir Feedback geben, dann natürlich erstmal fragen und dann natürlich konstruktives Feedback. Jetzt im Social Media Kontext kann es natürlich sein, jemand kommentiert, hey, das ist ein scheiß Video. Kann man machen, ist aber asozial. Also da ist kein Mehrwert drin in dieser Aussage. Das ist nur schlecht reden und das ist aus meiner Sicht asozial. Was richtig wäre, wenn ihr kommentieren wollt und ihr nicht zufrieden seid mit dem Video, dann benennt konkret die Dinge, die ihr nicht gut findet und macht Verbesserungsvorschläge, wie es besser geht. Das ist konstruktives Feedback. So stelle ich mir einen Dialog vor. So stelle ich mir Respekt vor. Im Social Media wird man das natürlich nie richtig hinbekommen, weil eben die Anonymität diese Tastatur-Cowboys dazu nicht zwingt. Von daher wird man das im Social Media, muss man damit einfach umgehen lernen. Aber im echten Leben kommt es eigentlich selten vor, dass euch persönlich jemand hatet. Aber es kommt auch selten vor, dass wir gutes, konstruktives Feedback bekommen. Und da möchte ich einfach unsere Standards heben, dass wir eben Feedback geben, natürlich gefragtes Feedback, und dann eben aber auch klare, konkrete Punkte benennen und Vorschläge machen, wie es besser gehen könnte. So gewinnt jeder, so haben wir unseren Beitrag geleistet, der andere lernt, wir lernen, und so können wir wirklich das Ganze verbessern. Das ist mein Wunsch für euch. Also Freunde, lasst uns auf konstruktives Feedback konzentrieren und bitte seid nicht diese Lästertante, bitte seid nicht diese Person, die alles schlecht redet, seid die Person, die es Positive findet und das auch ausspricht, euer Christian. Ciao, ciao.